Willkommen zurück zu Spin It Up. Wir dürfen endlich wieder einen 15er spielen und zwei 7er und hoffen, dass unser tausendster Ausflug auf den 15er ein bisschen besser läuft. Wir haben wirklich schon einiges Geld auf den 15ern gedroppt, das wir halt dann in den anderen immer wieder hochgegrindet haben. Aber ich meine, so läuft's halt. Wenn wir die spielen, brauchen wir uns da nicht beschweren. Denn da? Siebener. Nice. Da knallt der Zwei-Auto auf den River rein. Hä, wieso hat der jetzt den Tisch nicht ausgetauscht? Ich meine, dann ist das nicht komfortabler. Oh Mann, und das wäre Salz 28er gewesen. Das 30er ist auch gleich schon, das 30er ist auch schon nach einer Hand vorbei. Also, Heads up. Was ist da passiert? Ass 3 gegen 2er, ja, krass. Okay, der Ass 3 Call ist los. Ach, schon wieder eine Fliege. Was ist denn los, Mann? Klauen wir uns mal den Sidepot. Wir klauen uns beide. Bettet da jetzt tatsächlich seine Queen? Ich konzentriere mich mehr auf die Fliegen wie aufs Spiel. Ich hätte die auch mal töten können, die letzten, die noch hier sind, bevor ich die Aufnahme aufnehme. Oh Mann. Er macht's halt echt gut gegen mich. Ja, der fändet echt sehr, sehr viel. Nice. Ja, hier habe ich Bet Foldy halt am Turn. Ja, wobei mit dem Gutshot ist sogar noch sick. Aber ich denke halt, dass es sehr, sehr oft foldet da. Und, boah, wir sind vorne. Sick.
Was ist denn los, Mann? Er donkt jeden scheiß Flop. Und wir haben jedes Mal die Equity, um zu callen. Eins hat's geklappt. Ist nein, geht rein, weil er hat vorher schon gezeigt, dass es 3-way jedes Ass callt. Kann er das jetzt nochmal zeigen? Wobei ich glaube, recht tight war, was das angeht. Geht. Ja, wird nichts Schlechteres wie eine 10 wahrscheinlich callen. Ist schwer. Sag mal, foldet der eigentlich auch irgendwas? Irgendwas an irgendeiner Street hat er, glaube ich, noch nicht. Nice. Ja, hier callen wir einfach. Wie gesagt, manchmal tun sie halt absolut random bluffen hier. Haben wir jetzt schon mehrmals gesehen. Und dagegen wollen wir einfach callen und dann. Scheiße, Mann. Ich mache mich jetzt selber zum Deppen mit den Blaze. Das ist so krass. Fold's halt tatsächlich. Glaube, wir haben schon eins gewonnen, oder? 7er. Oh, nee, oder nee, wir haben gleich eins am Anfang verloren. Aber das 30er schaut ja ganz gut aus. Aber irgendwie hat er ein gutes Timing gegen mich. Ja, wie will man das gewinnen? Wie will man das gewinnen? Oben auch raus. Scheiße. Tilt scharf. Also so aussehen lassen. Ah, dominiert. Aber guter Flop. Irgendwie bei mir klappt es nicht so wie bei denen. Er reshufft halt echt selten. Ja, und jetzt geht's los mit der Blind Size. Nice.
Ja, shit, man, lass es aussehen wie ein Draw. Aber gut, ist eigentlich egal. Aber muss halt rein. Können wir auch Raise callen, aber so geht's auch. Nice call. Nice call. Ja, ich habe halt kein einziges Mal gelimmt. Wenn ich jetzt auf einmal gelimmt hätte, aber ich hätte es trotzdem limpen müssen, Mann. Ich meine, es ist ja scheißegal. Nice, haben wir mal schön gevalue-bettet. Aber es ist mir schon wieder viel zu viel mit drei Heads-Ups, wirklich. Also viel zu viel. Chippe ich. Weil er niemals denkt, dass ich hier zum King shippe. Ja. Gut, ne, Queen kann eigentlich eh nicht folgen. Nice, das 30er gewonnen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Jetzt können wir nochmal eins aufmachen, 30, ein 15er. Nicht ein 30er. Hoffentlich war das jetzt nicht Bad Karma, was ich da gesagt habe. So, jetzt kann ich mich wieder einigermaßen konzentrieren. Doch, war es. Oh! Gleiche Situation, sieht man die? Ah, jetzt ist es weggeflogen. Alter! Mann, sind die aggressiv. Da sitzt sie. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Alter! Eins machen wir noch auf. Ah. Verzehner. Ja, okay, in der Folge haben keine so hohen gehittet, aber scheiß drauf. Nice Flop. Was? Oh, die River, wie die zwei Auto River gerade einschlagen. Unglaublich. Jetzt haben wir dort auch noch eins auf. Und der River einig. Ja. Schon durch. Fast durch. Hätte noch einen Royal Flush Draw gehabt, glaube ich. Die 14er rennen und rennen und rennen. Ah ne, hat keine Outs mehr gehabt. Ja, easy call. Keine 8. Keine 8. Am River keine 8 und wir gewinnen. Das war ja mal ein schnelles. Waren das zwei Hände? Ja. Ein zwei Hände langes Spin and Go. Schau mal, nice. Ja, machen wir kein Neues mehr auf. Konzentrieren wir uns auf die, die wir haben. Die letzte Folge war schon wieder sehr, sehr lang. Hoffen wir, dass der auch mal so leid seine Ace-X Call wie der letzte Folge dann mit Ass 3 off, glaub, gesnappt hat. Don't like it. Oh, was wir für Hände bekommen. Raised er dann King? Ja, das ist halt jetzt die Frage. Aber ansonsten hat er halt eine 4. Aber er sollte schon mehr Vierer wie, also deutlich mehr Vierer wie Kings haben. Jetzt hoffen wir einfach nicht, dass er Queen 4 hat. Hat er 10, 4. Er kann alle 4 haben. Hätte Björn gecheckt. Ja, check 4. Das ist halt eine ganz einfache Kombinatorik-Sache. Erstens mal gibt es weniger Kings-Kombinationen aufgrund von dem Flop. Und zweitens wird er einige Kings-Kombinationen pre-Flop raisen. Aber ganz, ganz viele 4x-Kombinationen nicht raisen.
Und deswegen ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass er eine 4 hat. Und zudem wird er halt normalerweise in den King nicht raisen. Kann natürlich trotzdem passieren, aber ja. War ganz nice. Aber gut, ist auch ohne die Erklärung, man kann es auch ohne die Erklärung einfach callen und aber es ist immer gut, wenn man sich auch wirklich was dabei denkt. Jetzt passe mal auf, du Flieg. Komm hierher und ich catch auch dich. Die sitzt da jetzt außerhalb vom Bildfeld. Sie nicht erwischt. Ah, schade, dass da der Draw kommt. Vor allem kommen alle Draws an, fällt mir gerade mal so auf. Die soll sich nochmal da drauf, auf den Popkiller drauf sitzen. Dann wird sie schön von mir gekillt. Eigentlich könnte man das Ding Fliegen, Killer, Gitter, wie auch immer nennen. Aber jetzt trauen sie sich nicht mehr, jetzt sind sie weg. You are now a heads up. Oh, es ist auch gerade irgendwie sehr, sehr langsam, das Spiel, habe ich so das Gefühl. Irgendwie glaube ich, dass er halt hier das Ace gelimmt hat, aber ich muss es nochmal callen. Also, ich glaube halt, dass es sich schwer tut, hier ein Single Ace so stark dann am River zu betten. Deswegen habe ich hier gehero-called. Also da hat seine Line einfach nicht mehr so viel Sinn gemacht. Wenn er kleiner gebettet hätte, tatsächlich hätte ich wahrscheinlich den River gefoldet. Also wenn er hier so, keine Ahnung, was, 30, dann auf einmal bam 90 und jetzt 210. Wenn er da nur so 140 oder so bettet, folde ich sofort. Wir wissen, dass es was wie 10-3 zum Beispiel nimmt, das haben wir gerade gesehen, deswegen gehen wir jetzt nicht direkt all in, sondern machen so einen Commitment Race, den er vielleicht eher noch callt. Wenn er das mit sowas wie 3-10 callt, ist es ja gut. Oder dann vielleicht sogar random all in stellt, ist noch besser. Oh, wieder im 15er, schade, schade, schade. Ja, die 9 mit den 9ern haben. Alter, gib mir eine 9 und ich stell's rein. Ich will eine 9, ich will einfach nur eine 9. Muss gleich mal gucken, ob wir die Folge im Plus sind. Glaub nicht. Gib mir doch lieber King 9, nicht King 10.
Ich weiß gar nicht, 213 oder so waren wir, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. King 9 würde ich callen. Spaß. Späßle. Gemocht. Sollten wir es eigentlich Hier check ich behind, weil es zu viele Combos gibt, die Check raisen können und unsere Equity zerstören. Und die sind auch gut in seiner Range. Und deswegen, checken wir da behind und versuchen unsere Equity mit dem Gutshot zu realisieren. Witzig, witzig. Wieso shippt das nicht einfach am Flop rein? Witzig, was war das? Witzig. Eigentlich gar nicht witzig. Oh, King 9, jetzt easy game. Egal was er hat. Oh, sick. König 5 suited mit der Stack Size. Er war bis jetzt nicht so aggro, aber wahrscheinlich shippt er da jetzt auch mehr. Oh, gleich. Der Flop. Gibt halt auch öfters mal einen Splitpot, aber nicht auf dem Flop. Gut, trotzdem eine ganz okay Folge. Wir hatten halt nur kleine Spins gehabt. Da ist es schwer, gut Plus zu machen. Aber ich denke, wir haben uns einigermaßen gehalten. Von dem her passt es. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.